Und da sind wir wieder. Juhu, Kopfstoßen. Wir wollen eigentlich nur ein Feuerzeug holen. Herzlich willkommen in der Folge 364, meine lieben Freunde. Folge 364. Wir wollen jetzt mal das Netherportal. Okay. Sag mal, wir können noch, wenn wir hier Dings, dann können wir noch mehr Feuersteine bauen. Dings rum zu bauen. Warte mal, Feuerzeuge meine ich. War doch so, wa? Eine Schere, was soll ich mit einer Schere? Ach, da brauche ich einen Feuerstein für. Naja, lass uns doch mal eine Schere mitnehmen. Ist doch egal. Ob wir die nun brauchen oder nicht. So, dich lassen wir mal hier, Netherstein. Gut, fahren wir wieder zurück. Feuerzeug haben wir dabei, glaube ich. Oder habe ich das wieder ausgepackt? Nein, wir haben es. Und schwapp. So, dann wollen wir mal gucken. Bin ich mal gespannt mit dem Netherportal, wo wir da rauskommen. Wenn wir noch nicht weit genug sind, dann kommen wir wieder an unserem Portal raus, wo wir jetzt schon sind. Dann müssen wir es wieder abreißen. Wenn wir weit genug sind, aua, dann kommen wir woanders raus. Das wissen wir nicht. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Hier in der Folge 364. Ja, los, komm, wir gehen mal gucken. Hier wird schon wieder ganz schwindelig. Alles ist lila und wir sind wo? Es dauert ganz schön lange. Als wenn eine ganz neue Landschaft generiert wird. Oh ja. Und da kriegen wir gleich eine auf die Rübe von irgendjemand. Ach, guck mal, wo wir hier sind. Oh. Komm, wir schlafen mal. So. Oh nein, du kannst nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Oh. Oh, es hackt. Es hackt. Wisst ihr auch warum? Weil die Landschaft hier dermaßen neu ist. Weil die Landschaft ist dermaßen neu, dass sie erstmal geladen werden musste. Ping! Ah ja, okay. Okay, und wo sind wir jetzt angekommen? 3878x? Oh Gott, wir sind ja in die falsche Richtung gespawnt. Mist, wir sind überhaupt nicht da, wo ich hin wollte. Verflucht. Ich bin hier irgendwo am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt, Leute, wir sind am Arsch der Welt. Mal gucken, ob wir da irgendwie was sehen. Da hat er mich ja dann doch in die falsche Richtung gebracht. Oh, ich höre einen Enderman. Enderman da hinten. Haha. Na, Enderman, du bist wohl rausgekommen aus meinem Portal, wa, mein Freund? Problem ist nur, ich habe überhaupt gar keine Angst. Ach, ich habe mein Bett stehen lassen. Da habe ich ja auf dem letzten Drücker hier noch entdeckt. Ich habe gar keine Angst vor Enderman. Dann komm her. Mal gucken. Pass auf, dann haut er wieder ab, wenn ich ihn treffe. Nee, jetzt wird er gleich abgehauen. Oder wir treffen mal das Huhn da. Voller Scharfschütze, ey. Voller Scharfschütze. Guten Morgen. Ja, tut mir leid. Nee, tut mir ja nicht leid. Oh, guck mal. Und Lilien. Und Blumen. Oder weiß ich, was das für Blumen sind. Ich hab's schon wieder vergessen, den Namen. Das ist ja doof. Da werden wir ganz woanders hin. Na doch. Doch, es hieß... Warte mal, wir gehen mal nochmal runter. Es hieß ja die achtfache Entfernung, wa? Die achtfache Entfernung. Und wenn wir jetzt hier... Ja, dann kommen wir aber bei... Ach Gottchen, ey. Ist ja nicht so im Sinne des Erfinders. Da werde ich ja irgendwie woanders hingebracht, als ich wusste. Sehr eigenartig. Oh nee. Ich glaube, wir müssen mal... warte mal... Na? Jetzt kann ich das nicht mehr einsammeln. Habe ich hier irgendwas, das ich wegschmeißen kann? Die blöde Schere vielleicht? Die Blume. Oh, du arme Blume. Blumen sind so gut. So, komm. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Wobei Zombiefleisch oder Blume, war? Das ist die Frage.
da. So. Das ist ja mal blöd. Habe ich mich hier mit meinem Tunnelbau völlig verrechnet. Ich dachte jetzt ja, ich komme... vielleicht ist mein Tor schon wieder viel zu weit weg. Da hinten. Viel zu weit weg. Es sind ja nur noch 300 Blöcke bis Utopia in dieser Richtung. Wenn wir da weiterbauen. Da müssen wir nämlich in die Richtung. Ist ja doof. Und hoch machen kann ich mich ja auch nicht. Was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ich habe total vergessen, was ich hier wollte. Nein, ich habe vergessen, was ich hier wollte. Verdammt. Verdammt. Achso, ich wollte hier auch mal gucken. Ah, 4000. Achso, okay, 4000 und wir sind dann nach vorne gespawnt zu 3000 noch was. Und unter der Erde waren es... Na gut, okay, dann sind wir 1000 Blöcke weiter da unten. Sind wir da 1000 Blöcke weiter. So, mal ein bisschen Inventar sortieren oder was? So, dich können wir mal mitnehmen. Das Hühnchen lassen wir mal hier. Oh, da ist schon wieder was zusammengekommen, mein lieber Scholli. Das ist hier auch schon durchgebrannt. Dann hatten wir hier nochmal Jolt und Kohle. Mal das Jolt werden wir mal hier wieder zurück machen und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Kohle mit. Wofür auch immer. Brauchen wir da unten noch irgendwas? Habe ich noch an irgendwas vergessen? Feuerstein vielleicht noch für ein weiteres Feuerzeug. Lass uns doch mal... Warte mal, den Kies. Was haben wir denn hier noch? Können wir irgendwas wegpacken, was wir hier haben? Nichts. Eigentlich brauche ich das alles. Doch, die Schere, die brauche ich nicht. Haha. Und dann bauen wir mal schnell zwei Feuerzeuge. Eins, zwei, so und hier, zack, zack. Nein! Oh, mein Telefon klingelt. Moment mal. Moment mal, ich komme gleich wieder. Und da sind wir wieder, wie ich das hasse. Ich hasse es, wenn mitten im Let's Play ein Telefon klingelt bei irgendwelchen Let's Playern, bei irgendwelchen semi-professionellen Let's Playern. Jetzt ist es bei mir auch mal passiert. Normalerweise mache ich das Telefon an, aber, das war mein Diensttelefon. Das kann ich nicht ausmachen, da muss ich rangehen, wenn es klingelt, ganz wichtig. Was denn für ein Diensttelefon? Ist der UFO-Mann etwa bei der Polente? Ja, ja, bei der Sittenpolizei. Nein. Themawechsel. So, es ist mir total peinlich. Ich habe es jetzt auch nicht rausgeschnitten, damit ihr auch mal seht, dass ich auch ein Real Life habe, wo so Sachen passieren und meine Aufnahmen hier gestört werden. Und ich habe auch bei der ganzen Sache jetzt völlig vergessen, was ich überhaupt vorhabe. Wir fahren mal nach hinten. Ach ja, wir hatten ja das Netherportal. Ist nämlich jetzt schon wieder ein Tag später, wo ich das aufnehme hier. Den zweiten Teil von dieser Folge hier. Von der Folge, wo hatte ich es mir aufgeschrieben? Ach, jetzt habe ich den Zettel auch noch verlegt. Von der Folge 364. Ja, 364. Cool, UFO-Mann. Ah, guck mal, eine Blume. Hat mir irgendein Zombie eine Blume geschenkt. Okay. Wir waren ja jetzt da oben bei 3000. Keine Ahnung, ich habe da gar keinen Plan mehr. Oh, das geht aber hier. Ist Brezel backen mit der Spitzhacke, mein lieber Scholli. Können wir uns ja reinackern. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht alles wegbrezel. So.
Mir ist auch gerade, warte mal, zack, 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 zack. Irgendwie sind mir gerade die Monstergeräusche ein bisschen zu laut. Wartet mal kurz. Oder ist die Musik zu laut oder wäre es hier zu laut? Gesamtlautstärke vielleicht ein bisschen leiser machen, so. Ach ja, so. Immer noch so laut, so. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen mit unserem Tunnel weiterkommen. Also unser Testportal hat ja gezeigt, dass wir da irgendwie... Keine Ahnung, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich hier irgendwas völlig verpeilt habe. Warum ist mein Inventar eigentlich voll? Weil ich diese Blume da wieder reingenommen habe, wa? Ob ich hier irgendwas völlig falsch verstanden habe? Oder warum? Also mit den Koordinaten, wisst ihr? Das ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Dass ich da irgendwie, als ich oben rausgekommen bin, so vom Gefühl her gar nicht näher dran war. An Ufotopia. Oder sollte ich nochmal kurz testen? Doch, ich war ja 1000 Blöcke weiter, war das so? Ah. Können wir ja noch mal kurz gucken. Warte mal, ich mach mal hier noch ein bisschen. Man muss natürlich hier gucken, dass man da nicht auf Lava trifft. Ich meine, so kommt man natürlich super schnell voran mit dem Tunnel. Die Spitzhacke, ey. Ich glaube, da ist eine Eisenspitzhacke, ist dafür besser. Wir gehen mal hier kurz hoch. Gucken mal uns die Koordinaten an. Ich schreibe mir die am besten mal auf. Ich schreibe mir die am besten mal auf und es ist dunkel. Wahrscheinlich werde ich gleich getötet. Nee, werde ich nicht. Ist aber auch eine schöne Gegend hier. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind hier rausgekommen. Okay. Und wir sind jetzt bei X3885. Und Z1280. So, und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und gucken mal auf da beim anderen Portal. Und gucken mal die Differenz, ob wir da irgendwie. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Und hier hätte ich wahrscheinlich einen Schlussstein machen sollen. Und mein Inventar ist brechend voll. Was kann ich denn noch rausschmeißen? Nicht die Schnitzel! Nicht die Schnitzel! So, habe ich jetzt die Lore aufgenommen? Warte mal, dann müssen wir mal hier so einen Lorenstopper hinbauen. So. Und hier die Lore. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das vorne... Wobei, warum baue ich eigentlich nicht hier eine Truhe wieder? Dann brauche ich nicht jedes Mal nach da hinten latschen. Naja. Fahren wir erstmal. Macht ja auch immer Spaß, so eine Eisenbahnfahrt. Töff, töff. Chef, tut, tut, Ufo-Mann kommt, tut, tut, und aussteigen, Birne stoßen und rausgehen. Oh, der lilane Schwaberschwabel. Da sind wir wieder. Es ist immer noch dunkel, eine Unverfrorenheit. Oh, der Leuchtturm sieht ja im Dunkeln auch sehr schön aus. Ah, guck mal, und hier sind wir bei... Ah, okay. Okay, okay. Alles klar. Wir sind tatsächlich über 1000 Blöcke haben wir in der Realität zurückgelegt. Auf unserem Weg zurück. Also hat es doch Sinn gemacht. Wir werden jetzt mal tatsächlich juhu hinab ins Gekröse der Unterwelt. Wir werden jetzt mal tatsächlich, guck mal, das Ding ist ja auch voll bis zum Rand. Mal gucken, dass wir uns wirklich warte mal nochmal, den nehmen wir mal raus, damit wir ein bisschen Platz haben. Die Kohle nehme ich mal mit, so, was brauchen wir noch? Okay, und dann bauen wir uns nämlich da hinten mal eine Truhe. Und wir fahren wieder mit der Schwäbchen. Los, gib Gummi, Alter. Sag mal, ach so.
wundere mich jedes Mal, warum dann diese Hungerleiste nicht ist. Dann denke ich für eine Sekunde, ich wäre im Kreativmodus. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann, naja. So, jetzt steigen wir gleich aus. Juhu, aussteigen. Können wir gleich wahrscheinlich sogar noch den Müll da einsammeln. Jetzt machen wir uns erstmal eine schicke Werkbank. So. So. Stellen wir uns hier in die Ecke rein und dann machen wir uns eine schöne Truhe. So. So, die stellen wir daneben hin. Und dann machen wir uns noch einen schönen Ofen. Ob wir ihn brauchen oder nicht, ist egal. Machen wir uns erstmal. So. Und den Ofen stellen wir noch hier hin. So, jetzt haben wir nämlich hier eine kleine Ausrüstung. So, weiter geht es. Moment mal, Moment mal. Wo ist denn hier mein... Ach, da. Okay. Falls jetzt hier komische kurze Tonschwankungen sind. Die sind nicht gewollt. So, jetzt gucken wir mal. Oh, guck mal, Platz hat er auch wieder. So, dafür hat er keinen Platz mehr. Dafür haben wir ja die Truhe gebaut. Genau, genau, genau. Dann machen wir mal ein bisschen was in die Truhe. Zack, 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 zack. Zack. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Und mir fällt auch gerade was auf. Ich glaube, die Diamantspitzhacke ist viel zu protzig. Ich werde mal so eine nehmen, dann wird mir nicht jedes Mal die ganze Welt weggeballert. Ich habe so viel Diamantzeug hierbei. Das sammeln wir mal ein. Machen wir ein Korrektur-Dingsbums rein. Und hier ist mir viel zu breit. Das werden wir noch auskleiden. Ja, ja, das muss man schon ein bisschen korrekt machen hier. Ist ja nicht nötig, es zu breit zu machen. Und da habe ich eine Orientierung, wisst ihr? So, guck mal, da mache ich noch eine Fackel rein. Und hier... Fenster lohnt sich ja da nicht an der Stelle. Weil wir wissen ja überhaupt nicht, wo wir... ob dahinter und so weiter, ihr wisst. Oh, ich muss was essen. Ich muss was essen. So, das Licht war ziemlich sinnfrei jetzt, aber ist egal. Oh, ich muss was essen. Hammamamamam. Lecker. So. So. Aber es ist schon mal eine Erleichterung, dass wir hier jetzt den Tunnel so weiterbauen können. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir jetzt... Hier ist natürlich die große Gefahr, dass man von Lava gedingst wird. Getötet wird. Und das ist was, was wir ja nicht wollen. So. Ja, das geht bedeutend besser mit der Eisenaxt hier. Er fliegt nicht gleich die halbe Welt weg. So, und da müssen wir mal gucken. Immer nicht zu nah ran, wa? So. Gucken wir mal. Könnte natürlich auch spannend sein, wo wir dann nach rauskommen auf der anderen Seite. So. Also wir haben ja jetzt hier mit unserem Stück Tunnel, was wir gebaut haben, schon mal 1000 Dinger... 1000 Entfernungs, 1000 Blöcke. Überwunden. Das heißt aber, wir brauchen ja viel mehr. Ufotopia war ja, glaube ich, bei X, bei X, bei X, bei X. Jetzt habe ich den Zettel wieder. Der muss doch irgendwo rumliegen. Habe ich alles auseinandergerissen. Oh Gott, wo ist der Zettel? Wo ist der Zettel? Hier ist er. Ufotopia lag bei X 258. Also könnt ihr euch ja vorstellen. Da muss noch einiges passieren. So fraglich, ob ich das Feuerzeug jetzt hier so rumschleppen sollte. Könnte mir natürlich auch noch ein Feuerzeug bauen. Der Ufo-Mann ist wieder da. So wie im letzten Jahr ist der Ufo-Mann wieder da. Ufo-Mann, er kommt jetzt ran. Mit seiner kleinen Straßenbahn fährt er durch den Nether. Fährt er durch den Nether. Ufo-Mann ist wieder da. Genauso wie im letzten Jahr. Und er singt aha, aha, den Minecraft-Song.
Oh, das macht aber Spaß. So kommen wir auch richtig schnell voran mit dem Tunnel. Das ist ein bisschen was anderes wie unser Dings, was wir da gebaut hatten. Man muss aufpassen, wie gesagt. Dass wir nicht von Lava da gedingst werden. Ach, wie schön. Ist ja eigentlich auch so ganz schön. Diese Farbe von dem Netherstein ist doch eigentlich schick. Und gleichzeitig haben wir hier Unmengen von Netherstein, die wir normalerweise gar nicht abbauen würden. Da könnten wir Netherziegel draus brennen. Das wäre auch mal was, oder? So Netherziegel. So. Es geht doch vorwärts hier, oder? Da, zack. Fackelrin, zack. Wieder hell. So. Wow, ist das schon weit weg. Ist das schon weit weg. Oh, meine lieben Freunde, die Folge neigt sich im Ende zu. Trotz der Unterbrechung, die einen Tag... Nein. Trotz der Unterbrechung, die einen Tag gedauert hat. Ah, das ist natürlich ungünstig, dass da Lava ist. Stört mich ja total bei meinem Vorhaben. Fragt sich nur, wie viel dahinter noch ist. Wir könnten natürlich jetzt eine Stufe höher kommen mit unserer Bahn. Mal gucken, ob das geht, ja. Ja. Oder war das nur ein Block? Ach, guck mal einer an. Das war nur ein Block Lava. Ein einziger Block versteckt in der Menge. Ah, nicht so nah ran. Na, guck mal einer an. Siehst du? Hier noch eine Fackel rein. So, zack. So, meine lieben Freunde, die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge geht es hier weiter in dem tollen Nether-Tümpel, in dem Tunkel, in dem dunklen Tempeltunkel. Und wir sehen uns dann wieder, meine lieben Freunde. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.